Also erstmal ist es mein Job, die Mädels auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, aber das brauche ich eigentlich gar nicht, weil uns dafür die Sache einfach zu ernst ist, aufsteigen zu wollen. Mhm. Und ich glaube, da wird keine nur eine Sekunde lang stehen bleiben und über irgendwas nachdenken, sondern da kann jetzt jeder kommen, wir nehmen da jeden ernst. Gut, über Ihren Job sprechen wir gleich noch ein bisschen länger. Wir kommen erstmal zum Herrenfußball, sprich zum Nachwuchsfußball. Die U19 mit Mirko Votava steht wunderbar da in dieser Saison, ist Tabellenführer und konnte gegen Chemnitz schon eine Vorentscheidung herbeiführen. Wie das Spiel gelaufen ist, schauen wir uns jetzt an. Sonntagmorgen auf Platz 11 in der U19 Junioren-Bundesliga stand die Partie Werder Bremen gegen den Chemnitzer FC auf dem Programm. In der Tabelle stehen sie weit auseinander. Werder auf dem 2., die Sachsen auf dem 12. Tabellenplatz. Trainer Mirko Votava mit seinem Ausblick. Ja gut, die stehen mit Rücken zur Wand. Ich denke, dass sie defensiv auftreten werden. Und wir müssen halt Geduld haben, Fußball spielen, Geduld haben, Chancen herausspielen und vielleicht machen wir das ein oder andere Torchen. Was werden Sie Ihrer Mannschaft vor dem Spiel sagen? Wie werden Sie sie einstellen? Ja, die wissen, was sie zu tun haben eigentlich. Ich habe die Mannschaft eingestellt. Wir sind ja immer offensiv ausgerichtet. Wir wollen Ballbesitz haben und auch viele Chancen herausspielen. Und vielleicht, auch wenn das 1-0 dann ausgehen sollte, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, die verkaufen sich gut und können das bestätigen, was sie im Training immer zeigen. Es ging rasant zur Sache in den ersten Spielminuten. Gute Tormöglichkeiten für Diekmeier und Neumann. Dann unterbrach Nico Sträter in der 24. Minute den Angriff der Chemnitzer, sehr ungalant im 16-Meter-Raum. Strafstoß. Marco Wilke führt aus zum 1-0 der Rothemden. Das musste auch auf den Zuschauerrängen erst einmal verdaut werden. Freistoß Timo Pertl, Björn Dreyer kann nur noch in den Ball hineinrutschen. Über den Kasten hinaus. Es war ein Kampfspiel. Ballverluste wurden konsequent ausgeglichen. Angriff grün-weiß. Diesen hohen Ball konnte der CFC-Keeper noch für sich behalten. Doch gleich sollte es ganz anders aussehen. Nach diesem Foul Freistoß wieder hoch hinein. Der Chemnitzer Schlussmann unsicher, lässt den Ball wieder fallen und Abwehrspieler Björn Dreyer riecht die Gelegenheit zum Tor. 1:1 direkt vor der Halbzeit. Hier noch einmal die Zeitlupe. Liebe Sportfreunde, 45. Spielminute, neuer Spielstand 1:1, das Tor für Werder Bremen, schoss die Nummer 19, Björn Dreyer. Halbzeitstand also zwischen den U19-Mannschaften von Werder Bremen und dem Chemnitzer FC 1:1. Unter den interessierten Zuschauern, sowohl die Leistungszentrumsleiter Uwe Hartgen und Björn Schierenbeck, als auch der Bundesliga-Cheftrainer Thomas Schaaf. Was für einen Eindruck haben Sie bisher von der ersten Halbzeit? Ja, eigentlich recht gut angefangen von unserer Mannschaft hier, aber dann ein bisschen schwer getan, ein bisschen festgerannt, Gott sei Dank, jetzt nach dem Rückstand 0:1 jetzt das Tor gemacht. Ich glaube, das gibt dann wieder Sicherheit, Selbstvertrauen für die zweite Halbzeit. Ich glaube, dass man da noch einiges erwarten kann. Sie sind erfahrener Bundesliga-Trainer. Wie wichtig ist denn diese A-Jugend im Aufbau der Gesamtstruktur Werder Bremens Fußball bis hin zur Bundesliga? Das ist ja ein Baustein davon. Ne? Also wir haben ja das Nachwuchsleistungszentrum, was eben ja die ganzen Mannschaften beinhaltet. Und da ist natürlich die U19 die höchste Jugendklasse. Der Schritt dann eben zur U23. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass dort auch ein guter Übergang ist, dass die Durchlässigkeit da ist, so wie man das eben auch in den letzten Jahren ja immer wieder verfolgen konnte. So also das Werder-Konzept. Durchlässigkeit von der G-Jugend bis hoch zu Diego, Wiese und Co. Zurück zum Spiel. Votavas Vorgaben wurden umgesetzt. Offensiv zum Torerfolg. Eventuelle Schnitzer der einen wurden durch die anderen ausgebügelt. Hier Ersatztorwart Wiedwald.
Die Nummer 1, Sebastian Militz, steht bei den Amateuren zwischen den Pfosten. Hier schöner Trick von Timo Pertl, doch leichte Beute. Die Chemnitzer standen hinten sehr massiv, da hilft nur eins. Ein Fernschuss, 74. Minute, Timo Pertl zieht ab aus gut 20 Metern und trifft. Die Wiederholung. Minute 2:1 für die U19 von Werder Bremen durch diesen herrlichen Weitschuss von Timo Pertl, dem Spieler mit der Nummer 11. Werder drückte weiter, doch es blieb dabei 2:1 und damit Tabellenführer der Junioren-Bundesliga U19. Nun für Sie die Stimmen zum Spiel. Ja, ich meine, das war nicht so einfach, hat man ja gesehen. Ich meine, wir haben ein paar Chancen gehabt und alles, aber nachher haben wir uns ein bisschen dem Gegner angepasst, ne? Vom Rhythmus her, vom Tempo her. Aber ich denke, wenn man solche Spiele gewinnt, dann kann man auch vielleicht zum Schluss ganz oben stehen. Ne? Aber das ist auch nicht so unsere Philosophie. Wir wollen versuchen, auch wenn es so eng ist, wie das heute der Fall war, dass wir versuchen, weiterhin Fußball zu spielen, Chancen herauszuspielen. Und das war heute bei dem Gegner, der wirklich die Räume zugemacht hat, sehr gut gestanden hat, war das nicht so einfach, aber wir haben es nachher geschafft und haben durch einen Sonntagsschuss von Timo Pertl das Tor gemacht zum 2:1 und ich denke, das 1:1 war wichtig vor der Halbzeit. Ja, es war ein sehr schwieriges Spiel, weil ostdeutsche Mannschaften stehen meistens hinten drin und da ist immer schwierig, die Bälle zu verteilen und die Lücke zu finden, aber wir haben dann glücklicherweise 2:1 gewonnen, fand ich auch verdient. Ja, war schwer, also standen mit 11 Mann hinten drin und dann immer. Das Gute ist, dass wir nachgesetzt haben, auch nach dem 1:0, wo die kamen einmal vors Tor, kriegen gleich 11 Meter. Und dann sieht man auch die mannschaftliche Geschlossenheit, gerade in solchen Spielen. Und wenn man solche Spiele gewinnt, dann kann man auch Meister werden, diese Arbeitssiege, sogenannten wie die Profis in Rostock. So wir gegen Chemnitz und ich denke, es war auch verdient. Glücklich und verdient, kann man sagen, am Ende. 2:1 war so Arbeitssieg heute. Also wir haben, also unser Spiel hat nicht so geklappt, aber die waren auch 11 Mann hinterm Ball. War schwer, unser offensives Spiel zu spielen, aber ja, 2:1 Arbeitssieg, das 3 Punkte, war auch schön. Werders U19 in der Junioren-Bundesliga nun auf Platz 1 in der Tabelle. Schauen Sie doch auch mal vorbei, ein guter Fußball erwartet Sie. Zum Beispiel am 17. Mai, 11 Uhr, gegen Energie Cottbus. Bis demnächst. Aber der Name Werder polarisiert ja auch sehr, das ist klar. Besteht die Gefahr, dass der gesamte Bremer Umkreis leergekauft wird oder dass alle zu Werder Bremen wollen und da spielen möchten?